Hallo zusammen. Wir von Platri IT haben die letzten Tage intensiv Tag und Nacht an Lösungsansätzen gearbeitet, um die aktuelle Situation in den kommenden Wochen und Monate für viele Menschen zu erleichtern. Ohne viel wiederholen zu wollen, hier die drei schlimmsten Probleme, denen wir bei der Corona-Epidemie begegnen. Erstens, es gibt zu wenige Tests, um die Kranken zu identifizieren. Zweitens, jeder fünfte Erkrankte muss behandelt werden. Drittens, zu wenig Infrastruktur bei den Krankenhäusern und zu wenig Personal. Als Lösung wird in den meisten Ländern versucht, die Kurve von der Anzahl der Ansteckungen flach zu halten, so dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Diese Strategie wird auf Kosten unseres Wirtschaftssystems realisiert. Alle bleiben zu Hause und nur wenige können arbeiten. Auch bei uns als Start-up sind die Projekte von einem Tag auf den anderen zurückgegangen. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir das durchhalten können. Deutschland, nein, die ganze Welt braucht eine Lösung, mit der man zumindest die Ausgangssperre mildern kann. Eine Lösung, mit denen man viele Jobs wieder tätigen kann und die Kurve trotzdem in einem längeren Zeitraum flach hält. Im Folgenden möchte ich einen Lösungsansatz vorstellen. Dabei möchte ich betonen, dass es sich hierbei um einen Ansatz handelt. Also, das Prinzip unserer Idee ist es, Infektionsketten transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Wir wollen die App Flatten entwickeln. Eine App, um die Ausbreitung von Corona zu reduzieren. Eine App, um die Kurve flach zu halten. Wenn ich mich einlogge, sehe ich einen QR-Code. Leute, die ich treffe, scannen diesen ein. Oder ich scanne deren Code ein. Man bekommt dann eine Bestätigung und ich kann zu meiner neuen Begegnung zusätzliche Informationen eintragen. Diesen Prozess nennen wir den virtuellen Handshake. Wenn man sich dran hält und seine Begegnungen aufzeichnet, entsteht dadurch eine Handshake-List. Diese Handshake-List zeigt alle getrackten Kontakte der letzten Tage an. Alle grünen Kontakte sind gesund. Alle gelben Kontakte sind als Risikopersonen eingestuft worden. Alle roten sind leider infiziert. Die Behörden haben versucht, solche Infektionsketten zu identifizieren, indem sie bei der Bahn oder bei Flügen Formulare aus Papier verteilt haben. Dabei wurden von Passagieren Stifte rumgereicht und die Infektionsgefahr ist im Grunde genommen nur gestiegen. Außerdem ist hier der Kommunikationsweg sehr aufwendig und langwierig. Unsere Lösung könnten solche Prozesse deutlich vereinfachen. Da sich aber in einem Flugzeug oder in einem Supermarkt nicht alle gegenseitig scannen können, haben wir uns folgende Zusatzfunktion überlegt. Zum Beispiel kann eine Supermarktfiliale selber QR-Codes erstellen. Diese kann er dann vor seinem Gebäude öffentlich anbringen. Kunden können vor dem Betreten des Supermarkts den QR-Code scannen. Man wird dann in die Datenbank aufgenommen und kann so auch informiert werden, wenn eine infizierte Person anwesend war. Wenn du selber positiv auf Covid getestet wurdest, musst du einen Report erstellen. Du gibst täglich Symptome ein und deine Freunde bzw. Leute, die in deiner Kette sind, erhalten eine Benachrichtigung. Auf der anderen Seite haben die Ärzte und die Gesundheitsbeamten einen eigenen Login und können für Personen, die in Kontakt mit Infizierten waren, Teststationen in deiner Nähe auswählen und dich über Push-Nachrichten informieren. Dabei kann man die Auslastung der Station sehr gut managen. Man wird aufgefordert, zur nächsten Teststation zu gehen. Man bekommt einen Standort und einen QR-Code als Eintrittskarte angezeigt. Das öffentliche Leben kann vorerst begrenzt weitergehen. Ich möchte hierbei darauf hinweisen, dass wir keine Mediziner sind, sondern nur durch unsere eigenen Recherchen versucht haben, eine Lösung zu entwickeln. Liebe Mediziner, auch andere, die dieses Video schauen, Feedback, Verbesserungsvorschläge sind nicht nur erwünscht, sondern auch notwendig. Falls du uns unterstützen möchtest, kannst du mitwirken oder auch spenden. Für weitere Infos besuche uns unter www.platri.de/corona.